Ja, schönen guten Morgen, Herr Prunken. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind, um uns über die Mitarbeiterkapitalbeteiligung bei der Matthä Group zu berichten. Können Sie sich kurz vorstellen, was zum Unternehmen sagen, und dann steigen wir in die Beschreibung des Beteiligungsprogramms ein. Ja, vielen Dank zumal für die Einladung vorweg. Ja, mein Name ist Nicolas Prunken. Ich bin bei der Matthä-Gruppe beschäftigt, bin dort Assistent der Geschäftsleitung und Geschäftsführer bei der Matthä-Mitarbeiterbeteiligung. Die Matthä-Gruppe ist ein mittelständiges deutsches Unternehmen mit Sitz im niedersächsischen Verden, wurde 1933 gegründet und beschäftigt derzeit an mehr als 50 Standorten in Deutschland und Europa über 2500 Mitarbeiter. Matthä verfügt über eigene Steinbrüche sowie Asphalt- und Betonmischwerke in Deutschland, Polen, Finnland und Estland. Das Leistungsspektrum umfasst im Wesentlichen den Straßenerd- und Tiefbau, den Ingenieurbau, den Wasserbau, den Schlüsselfertigbau sowie die Flughafen- und Hafeninfrastruktur, den Gleisbau, die Umwelttechnologie und die Bereiche Transporte und Logistik. Außerdem realisiert unser Tochterunternehmen Floating Homes schwimmende Häuser, ein innovatives Wohnkonzept für das Leben auf dem Wasser. Und das ist so ein Nischenmarkt, auf dem wir uns auch zusätzlich bewegen, wo wir Potenzial sehen und ja. Ja, wie sind Sie auf das Thema Mitarbeiterbeteiligung gekommen? Was waren so die Motive, warum die Firma das vor, ich glaube, 3 oder 4 Jahren mittlerweile eingeführt hat? Ja, der Kontakt zur Mitarbeiterbeteiligung kam über einen gemeinsamen Kontakt der AGP aus München, die uns dort dann mit Ihnen in Verbindung gebracht hat. Wir haben schon häufiger darüber nachgedacht, was wir für unsere Mitarbeiter tun können, wie wir vielleicht auch die Innenfinanzierung und auch das Eigenkapital stärken können. Und dort sind wir dann auf die Mitarbeiterbeteiligung gestoßen. Dann kam der Kontakt eigentlich zu Ihnen zustande und dann haben Sie uns die Mitarbeiterbeteiligung an sich erstmal vorgestellt, weil es für uns war es auch komplett neu. Ja, und haben uns dann maßgeblich geholfen, für Mathe eigene Mitarbeiterbeteiligung bzw. eigenes Konstrukt zu entwickeln. Genau. Vielleicht können wir ganz kurz auf die wesentlichen, ich sag mal, Gestaltungsmerkmale eingehen. Was ist da gemacht worden? Welche Form der Kapitalbeteiligung haben wir da eingeführt? Und welche wesentlichen, ich sag mal, Merkmale des Programms sind da vorhanden? Ja, unsere Beteiligung ist eine Form der stillen Beteiligung. Wir unterbreiten den Mitarbeitern jährlich ein Angebot, welches sie dann natürlich auf freiwilliger Basis, ist klar, annehmen können oder auch nicht. Wir bezuschussen diese Beteiligung als Firma mit 360 € jährlich. Derzeit, wie es danach in diesem Jahr aussieht, da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Außerdem zahlen wir den Mitarbeitern eine jährliche Basisverzinsung von 3% und einer variablen Verzinsung abhängig von unserem Betriebsergebnis von 4%, also maximal 7%. Die Mitarbeiter haben die Möglichkeit einer Direktüberweisung an die Mitarbeiterbeteiligung auf ihr entsprechendes Beteiligungskonto, wird das dann gebucht. Oder es gibt die Möglichkeit einer Einmalzahlung über Einbehalt über die Lohn- oder Gehaltsabrechnung. Und wir haben auch die Möglichkeit geschaffen eines Ansparplanes, sodass Mitarbeiter sagen, okay, ich möchte nicht einmalig so einen hohen Betrag investieren oder so, ich möchte das gerne kontinuierlich, monatlich, denselben Betrag, der von meinem Lohn oder beziehungsweise vom Gehalt einbehalten wird, möchte das lieber über diesen Weg. Wie hoch sind so die Summen, die die Mitarbeiter in das Beteiligungsprogramm einlegen pro Jahr? Das variiert sehr stark. Es sind sehr viele, die den Mindestbetrag, also die 360 € müssen sie zahlen, um die 360 € vom Unternehmen dazu zu bekommen. Viele, die wirklich diesen Betrag ausnutzen. Aber darüber hinaus gibt es natürlich auch viele Mitarbeiter, die sehr viel mehr Geld auch investieren.
Ja, da wird einfach nochmal auch klar, dass sehr viele auch sparsame Mitarbeiter oder auch Menschen sowieso gibt in der Bevölkerung. Und ja, ich denke, das ist ein gutes Konstrukt, sein Geld entsprechend anzulegen, wo man noch eine gute Verzinsung bekommt. Ja, wie viele Mitarbeiter beteiligen sich an dem Programm? Es ist ja eine freiwillige Sache. Man muss da nicht mitmachen, man kann mitmachen. Es ist ein Angebot des Genau. Unternehmens. Ja, derzeit, wir sind jetzt im dritten Jahr oder wir starten 2021 dann ins vierte. Mittlerweile hat knapp ein Drittel unserer Beschäftigten eine Mitarbeiterbeteiligung. Ja. Das sind so ungefähr 800 Leute. Ja, das ist ja eine Quote, die durchaus im üblichen Rahmen liegt. Man kann natürlich fragen, könnten es noch mehr sein? Ja, natürlich. Also mein persönliches Ziel ist es schon, dass wir auf 50% in den nächsten zwei, vielleicht 3 Jahren kommen. Da Ja. liegt es aber an uns, da vielleicht die Mitarbeiter noch mehr mitzunehmen oder vielleicht Ja. noch irgendwelche Gestaltungsmöglichkeiten dort anzubieten. Wir konnten natürlich in der Vergangenheit jetzt sehr wenig Werbung machen auf Betriebsveranstaltungen oder so, die aufgrund der Pandemie alle ja nicht stattfinden können. Und ja. Das Thema Kommunikation spielt natürlich eine Rolle und da ist natürlich, wenn man sozusagen dann nicht mit den Mitarbeitern sprechen kann und das alles nur online machen muss, ist das natürlich ein gewisser Nachteil, keine Frage. Ja, wir haben intern auch eine Hotline eingerichtet, wo Mitarbeiter jederzeit Ja. anrufen können zu unseren üblichen Geschäftszeiten. Das haben nicht auch viele Mitarbeiter war, aber ja, wenn man das nochmal präsentiert bekommt und dann nochmal Fragen direkt stellen kann, ist man noch anderes, als wenn man da irgendwie jemanden anruft, den man gar nicht kennt. Ja. Sie haben eine extra Gesellschaft gegründet, eine Mitarbeiterkapitalbeteiligungsgesellschaft, MBH, also eine GmbH. Was war der Grund dafür? Man kann das machen, man muss das ja nicht machen. Der Grund dafür war eigentlich relativ plausibel. Wir wollten das getrennt haben, dass wir eine eigene Gesellschaft dafür gründen. Die Mitarbeiter werden stiller Gesellschaft in dieser GmbH Ja. und diese Mitarbeiterbeteiligungsgesellschaft beteiligt sich wiederum mit diesen Einlagen an der Konzerngesellschaft, ebenfalls als stiller Gesellschafter und Ja. gibt dieses Geld der Mitarbeiter quasi der Konzernmutter zur Verfügung, stellt das Geld zur Verfügung. Ja. Also es ist ja so, Sie haben es ja gesagt, es ist ja ein Konzern, eine Unternehmensgruppe mit sehr vielen Einzelunternehmen. Und da macht es natürlich schon Sinn zu sagen, also wir stellen diese Mitarbeiterbeteiligungsgesellschaft in die Mitte, die sich dann entsprechend an der Holding beteiligt. Wie zufrieden sind Sie mit dieser Mitarbeiterkapitalbeteiligung? Ja, wie eben gerade erwähnt, sind ja ein Drittel der Mitarbeiter Ja. mittlerweile dabei. Und wir sind schon zufrieden, aber es geht natürlich immer mehr. Und unser Ziel ist es da auch weiter den Mitarbeiter aufzuzeigen, dass er dadurch eigentlich auch nur Vorteile hat. Ne? Ja, also die Erfahrung in anderen Unternehmen ist ja durchaus, dass natürlich so eine Beteiligungsquote kontinuierlich wächst. Die wenigsten Unternehmen starten mit 50 oder 60% Beteiligung, aber die Erfahrung ist schon, dass auch im produzierenden Gewerbe und auch im Baugewerbe durchaus Beteiligungsquoten von 50, 60% dann erreicht werden können. Im Bereich der Dienstleistungen sind die Beteiligungsquoten eben traditionell höher. Das hat verschiedenste Gründe. Sie haben es eben schon angedeutet, also ein wichtiger Punkt des Beteiligungsprogramms ist sicherlich, dass das Unternehmen die Möglichkeit hat, den Mitarbeitern eine Zuwendung, also einen Zuschuss zu ihrer eigenen Einlage eben zu zahlen. Was ist da das Besondere? Ja, ich finde, die 360 Euro sind derzeit relativ wenig, wenn man das so überlegt,
was, wenn man uns mal im Vergleich stellt zu unseren Nachbarländern, das ist, was wir da für Rahmenbedingungen oder Möglichkeiten haben, ist das schon wenig. Also wir machen als Unternehmen ja schon relativ viel. Wir zahlen 7% Zinsen. Mehr können wir gar nicht aus, oder was heißt, können wir nicht, können wir schon, aber es ist schon ein guter Input der Firma, so dass man sich da einfach auch von außen steuerrechtlich vielleicht auch, dass sich da mehr Möglichkeiten aufzeigen, die es für die Firmen einfacher macht und auch vor allen Dingen lukrativ macht. Also dieser Zuschuss, der ist ja steuer- und sozialabgabenfrei. Das ist ja sozusagen der Knackpunkt bei diesen Programmen eben auch und sorgt natürlich dafür, dass auch bei höheren Einlagen dort durchaus über die Zeit, je nachdem, wie man das berechnet, aber zweistellige Renditen eben erzielt werden, weil das kommt ja zu der Verzinsung noch obendrauf und wird eben auch mitverzinst. Der Gesetzgeber hat jetzt gesagt, also wir wollen das erhöhen zum 1.7. auf 720 Euro. Wie steht das Unternehmen da? Will das Unternehmen dann auch 720 Euro an jeden verschenken oder ist man da erstmal ein bisschen zurückhaltend? Weil das ist ja natürlich auch eine Kostenbelastung, die das Unternehmen letztlich selbst zu tragen hat. Ja, durchaus werden wir da darüber nachdenken, auf jeden Fall. Allerdings müssten wir, da bin ich mit der Konzerngeschäftsführung noch in Gesprächen, diese Verdopplung auf 720 Euro ist ja schon ein bisschen länger im Gespräch. Wir konnten sie allerdings bisher, haben wir nie konkret weiter darüber gesprochen, weil es nie so wirklich klar war, wann kommt das und ab wann können wir das. Und da wir jedes Jahr ein neues Beteiligungsangebot anbieten, was sich auch häufig oder was sich minimal auch immer verändert, in gewissen Parametern, sind wir schon da auf konkrete Aussagen angewiesen, damit wir uns darauf auch dann entsprechend beziehen können. Wenn das jetzt ab 1.7. Jahr der Fall sein soll, würde das für unser neues Angebot möglich sein, weil wir immer im Oktober starten. So dass das für uns organisatorisch ab diesem Zeitpunkt dann kein Problem darstellt. Wir müssten dann natürlich intern überlegen, ob wir unsere Zinsen dann noch so halten können und wollen. Wenn wir dann 720 eben Mitarbeiter dazu geben, dann, ich sage mal, es werden wieder dann 500, 600 Mitarbeiter teilnehmen, dann sagen wir dann 720 Euro pro Mitarbeiter mal 500 und dann noch die Verzinsung 5 Jahre drauf, ne? Also das ist noch nicht entschieden, aber Sie haben recht, wenn das nächste Angebot kommt im Oktober und bis dahin sollte das Gesetz, was in Kraft getreten sein, also angepeilt und realistisch und sehr, sehr wahrscheinlich ist der 1.7. diesen Jahres. Hat dieses Kapitalbeteiligungsprogramm bei Ihnen, ich sag mal, intern etwas verändert? Gibt es da Auswirkungen? Merken Sie, dass die Leute sich möglicherweise mehr dafür interessieren, für das Unternehmen und seine Entwicklung? Und eine weitere Frage auch, wirkt das auch nach außen, dass man da sagt, okay, also dieses Kapitalbeteiligungsprogramm ist für uns eben auch ein positives Zeichen und macht uns attraktiver. Wir brauchen ja auch Fachkräfte, wir müssen attraktiv sein für qualifizierte Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und wir wollen die auch langfristig an das Unternehmen binden. Gibt es da Auswirkungen? Ja, auf jeden Fall. Also ich merke das tagtäglich aus Gesprächen mit Mitarbeitern, die sehr interessiert sind, so was im Unternehmen passiert und auch sehr interessiert sind, wie die Finanzlage beziehungsweise das Ergebnis des Konzerns ist, was ja sonst in der Regel den Mitarbeitern war das natürlich vorher nicht egal. Die haben ihren Job gemacht, aber jetzt ist es natürlich auch im Endeffekt interessant, was bleibt fürs Unternehmen am Ende über, weil sich ihre Mitarbeiterbeteiligung auch ja abhängig vom Konzernergebnis entsprechend verzinst. Und da sind die Mitarbeiter natürlich auch interessiert, wie läuft es im Unternehmen? Gibt es 6%, gibt es 7%? Und da merkt man schon, dass
sehr interessiert sind und dass gute Ergebnisse auch dann automatisch den Mitarbeitern dann zugutekommt und sie sich auch drüber freuen. Und das finde ich sehr gut, dass es so die interne Zufriedenheit oder ich sag mal Verbindung, die man merkt, ja. Extern auch, da muss ich sagen, wir sind schon häufiger auch als Unternehmen für unsere gute Ausbildung oder auch für unsere, wir haben jetzt vor kurzem wieder eine Auszeichnung gekriegt von der Welt, meine ich, glaube ich. Da sind wir als sehr attraktive Arbeitgeber ausgezeichnet worden. Und da fließen ja gewisse Parameter eines Unternehmens mit ein. Und ich denke, dass auch die Mitarbeiterbeteiligung dort mit eingeflossen ist und auch zu dieser Attraktivität beiträgt. Und das hilft uns natürlich dann auch, Fachpersonal und Personal zu finden. Ja, also wenn ich das recht verstehe, ist das eine rundum gute Sache. Entwicklungsmöglichkeiten gibt es auch noch. Ich hätte jetzt eine letzte Frage. Also viele mittelständische Unternehmen scheuen so ein bisschen davor zurück, solche Beteiligungsprogramme einzuführen. Einmal wegen Einführungs- und Administrationsaufwand, zum anderen aber auch, weil sie eine Einschränkung der unternehmerischen Entscheidungsfindung und Entscheidungsdurchsetzung fürchten. Was sind da Ihre Erfahrungen? Verwaltungstechnisch ist das natürlich, kommt das oft auch auf die Größe des Unternehmens drauf an, natürlich. Wenn es ein Unternehmen ist mit weniger Mitarbeitern, werden ja auch nicht so viele Mitarbeiter teilnehmen können, auch schon weil die Kapazitäten nicht da sind im Unternehmen. Wir sind ein relativ großes Unternehmen mit 2.500 Mitarbeitern und wir schaffen es, zu zweit abzuwickeln. Also ich habe der Kollege von mir, der kümmert sich um das Programm. Wir haben ein Access-Programm selbst oder er hat es selbst konzipiert, wo wir alles darüber verwalten und ich kümmere mich um die Angebotserstellung und die Kommunikation mit den Mitarbeitern. Das sind dann natürlich Monate, wenn das Beteiligungsangebot rausgeht, dann ist es natürlich ein bisschen mehr Arbeit. Aber ansonsten ist das für uns zu bewerkstelligen und das läuft in Anführungsstrichen so nebenbei für unsere Konzerngeschäftsführung. Die sind da überhaupt nicht irgendwie in ihrer Entscheidungsgewalt beeinträchtigt durch die Mitarbeiterbeteiligung. Also das läuft nebenher und das spielt gar keine Rolle. Also man braucht nicht ein, zwei Leute das ganze Jahr über, sondern man braucht ein, zwei Leute dann, wenn das Angebot gemacht wird, dann muss man sich ein Stück weit drum kümmern. Genau, richtig. Und dann monatlich überwachen oder was heißt überwachen, aber gucken, ob die Beträge einbehalten wurden, ob der Mitarbeiter noch bei uns beschäftigt ist, kommt ja auch häufig dazu, dass ein Mitarbeiter mal geht. Dann muss geprüft werden, hat er eine Beteiligung? Wenn ja, muss sie natürlich ausgezahlt werden, ist klar. Das, was er eingezahlt hat. Aber ansonsten ist das schon überschaubar. Also wir arbeiten gerade auch an einer EDV-Lösung, hätte ich fast gesagt, wo wir das auf unserer Plattform online einstellen, wo die Mitarbeiter einen Code kriegen und sich mit ihrer Personalnummer einloggen können. Dann können sie tagesaktuell auf ihr Beteiligungskonto gucken, sodass wir halt auch den Schriftverkehr so ein bisschen minimieren, sondern dass Mitarbeiter natürlich da die Möglichkeit haben, auch online reinzuschauen und dann irgendwie so eine Push-Up-Nachricht kriegen über das Handy, wenn das neue Angebot da ist. Da gibt es mehrere Ideen und wir versuchen das so ein bisschen auch weiterzuentwickeln. Ja. Also das ist ja eine smarte Sache, wenn man das selbst sozusagen auf dem Handy eben hat und die technischen Möglichkeiten sind ja dazu da. Herr Brunken, herzlichen Dank für diese Übersicht und ich wünsche Ihnen alles Gute mit dem Programm und wir bleiben da sicherlich auch im Kontakt. Herzlichen Dank. Ja, was ich noch abschließend noch einmal gerne sagen würde, ist, ich weiß ja nicht, auf welchen Plattformen oder wie viele Leute dann nachher mit diesem Video erreicht werden. Was ich mir persönlich wünschen würde, wäre, dass Mitarbeiterbeteiligung wird häufig durch die Politik oder auch wenn man das hört, ich weiß das durch meinen Bruder, der auch ein Startup gegründet hat,
Die Mitarbeiterbeteiligung wird häufig mit Startups immer in Verbindung gebracht, was ja an sich auch nicht verkehrt ist. Allerdings finde ich, dass so mittelständische Unternehmen, wie wir es sind oder auch wie es andere sind, deren Ziel es vielleicht nicht ist, kurz- oder mittelfristig zu verkaufen, sondern langfristig auch weiter Mitarbeiter zu binden. Und da würde ich mir halt wünschen, dass es dann auch weiter, diese 700, diese Verdopplung des Freibetrags ist schon mal ein richtiger Weg. Aber da würde ich mir halt wünschen, dass da die Unternehmen, mittelständische Unternehmen, auch wieder auch mehr mit eingebunden werden und beziehungsweise auch mal in diese Unternehmen gehorcht oder gefragt wird. Wir setzen uns sehr dafür ein, Herr Brunnen. Das weiß ich. Herzlichen Dank für das Schlusswort und alles Gute. Danke. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss.